Robbie Clemens hat die erste Etappe seiner zweijährigen Tour vom Nordpol zum Südpol geschafft. Am Sonntag, den 9. April, absolvierte er erfolgreich seine Teilnahme am Nordpol-Marathon. So, ich stehe hier gerade direkt am Nordpol. Liebe Sponsoren, liebe Unterstützer, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr das ermöglicht habt, dass ich jetzt hier am Ausgangspunkt unserer Tour stehe, vom Nordpol zum Südpol. Bereits die Anreise gen Norden versprach einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ihn dort erwartete. Temperaturen weit unter Null, Schnee und Eis. Letzter Stopp, bevor es dann auf die Trifteisstation Borneo ging, war Spitzbergen. Die Inselgruppe gehört zu Norwegen und liegt im Nordatlantik und dem Arktischen Ozean. Von dort aus wurden dann die Teilnehmer auf die russische Trifteisstation Borneo geflogen. Ich grüße hier aus Longyearbyen, Svalbard, alle Fans vom BLK Regional TV. Jedes Jahr im April wird hier eine kleine komplette Infrastruktur aufgebaut. Nur so ist die extreme Sportveranstaltung überhaupt möglich. Bei Temperaturen von minus 43 Grad Celsius lief Robbie Clemens mit 54 weiteren internationalen Extremläufern, darunter auch zwei weitere Deutsche, die 42 Kilometer lange Strecke durch die Eiswüste der Arktis. Der Hunmolzner legte für sich dazu ein Ziel fest. Er wollte die Distanz unter 10 Stunden laufen. Und das hat er dann mit 9 Stunden und 38 Minuten auch erreicht. Der Nordpolmarathon ist eines der härtesten Laufevents der Welt und gleichzeitig auch der Auftakt einer zweijährigen Tour von der Arktis zur Antarktis für den Extremläufer Robbie Clemens. Nächstes Etappenziel für Clemens ist die Durchquerung von Grönland.